Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Tanks. Und jetzt habe ich gerade aus Reflex in die Kamera geguckt, aber die ist heute nicht an, zur Abwechslung. Ja, der Rigo muss nämlich mal wieder sein Zimmer aufräumen, dementsprechend hat er kurz mal wieder den Greenscreen abgebaut. Gibt es dann in den nächsten Folgen wieder. Und ich spiele nicht alleine, ich spiele mit dem lieben Grimmi. Hallo Grimmi. Hoi. Und wir sind auf Pilsen unterwegs. Ich in meinem 50B, Grimmi in seinem Objekt 160. Und wir sind erstmal in der Stadt. Ich bleib mal hier kurz hinten und schau mal, wo die Gegner auftauchen, aufgehen, wie auch immer. Da ist ein E5. Steht immer relativ weit hinten. Jagdpanzer auf EN100 ist auf der anderen Seite. Oh, die sind schon ganz schön weit durch, ne? Entweder drücken wir auf den E5 jetzt. Also ich würde den E5 gern tot sehen, was ja, das angeht. Ich drück mal mit auf den E5. Und werde mich dann zurückorientieren. Ich hoffe, dass ich den vielleicht den ein oder anderen Schuss geben kann. Ah, super. Das waren zwei Schuss auf dem E5. Naja, aber er ist tot. Deswegen werde ich mich jetzt mal wahrscheinlich ein bisschen zurückorientieren. Wobei die Mediums da gerade sehr passiv noch agieren. Die stürmen noch nicht auf den Spawn. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen verhalten. Ich weiß noch nicht so genau. Und die Gegner mir jetzt auch nicht, keine Sorge. Was, auf den Spawn stürmen? Die Gegner jetzt haben auch keine große Ahnung, was sie machen sollen. Ob sie jetzt drücken sollen oder nicht. Naja, nee. Ich weiß schon, was ich machen soll, aber ich bin mir unsicher. Also ich warte auf die gegnerischen Mediums, was die jetzt machen, weil irgendwie ist das ein bisschen komisch, wie die gerade reagieren. Oh, der Jagdpanzer auf EN100 steht natürlich gar nicht schlecht für mich. Schnell wieder weg. Clip ist leer. Jetzt drücken sie ihn nicht. Da ist ein T-62A. Ich fahre mal wieder in die Fabrikhalle rein. Ich komme wieder unten rum zu dir. Jupp. Kann aber ein bisschen dauern. Wo guckt der Jagdpanzer WN-100 hin? Weiß ich nicht. Okay. Ah ja, du bist ja ganz woanders. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe dich gerade verwechselt. Aber ich fahre auf den T-54 Lightweight. Achtung, Verwechslungsgefahr. Gut, der ist raus. Sehr, sehr schön. Dann lade ich nochmal nach. Und fahre von der Seite auf den Jagdpanzer auf EN100, beziehungsweise von hinten, je nachdem, in welche Richtung der zielt. Der guckt wahrscheinlich zu dir, wa? Ja. Ja, ich fahre nicht. Ich fahr von der Seite an ihn ran. Und ich habe gerade das gemerkt, dass ich mein Rohr weit genug runterkrieg. Ich depp. Hat geschossen. Hab ich gemerkt. Steht. Ja, der ist jetzt hin. Nehme ich mal stark an. Oh lol, er dreht nochmal. Tötet ihn noch! Nimm nach, dann. Nach, das ist doch lächerlich. In dem Moment geht er in die Luft. Ach, kriegt natürlich nochmal sein Damage raus, seinen Schuss raus. Unglaublich. Mann. So, ich fahr von hinten an den T30 ran. Und dann ist dann den T62A. Ich nehme den Schuss vom T30, da hat die Kleine. Und wenn nicht, ist mir auch glatte. Oh, okay. Gut. Brauche ich noch einen Kill? Na gut, gib noch Arti. Wow. Lol. Okay, das war's dann wohl mit Waffenbrüder. Würde ich mal behaupten. Ups, ich gehe hier auf.
Was war denn das jetzt für eine Aktion? Naja, gut. Muss er wissen, nicht wahr? Muss er wissen. Dann bin ich jetzt One-Shot, aber das wäre ich sowieso gewesen für die Arti. Ja. Siehe, Grimmi. Das ist schon mal ein GW-Tiger. Mal gucken, ob ich noch die Conqueror GC finde. Übrigens hätte ich den Killbill noch bekommen, ne? Hättest du mal überlebt. Also ich kann ja nicht wen. Nicht viel, na gut, ich habe gecampt. Das muss man dazu sagen. 60 km/h. Nice. Ich hab noch bekommen. Ja, die Runde war doch schon mal ganz anständig. 5288 Schaden. Bin ich zufrieden mit. Seit langem mal wieder eine echt gute Runde mit dem 50p, muss ich sagen. Wobei ich den auch ein bisschen länger nicht mehr gefahren bin. Bis auf den Arti One-Shot hat auch vieles gepasst. Nicht alles, aber vieles. Jo, nice, nice, nice. Wie lange ging die Runde jetzt eigentlich? Die ging 6 Minuten 29. Na gut, ich würde sagen, dann war es das erstmal für der, dann war es das erstmal für die erste Runde. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde mit dem 50p. Bis gleich. So, willkommen zur zweiten Runde. Heute unter der Wüstensonne auf Wadi. Nennt man die Map Wadi? Ich glaube ja, ne? Ja, es ist Wadi. Ja. Oder auf Englisch heißt es ja nur Sand River. Warum sie auf deutschen Namen hat. Naja, wer weiß. So, mit dabei ist natürlich wieder der Gummi. Also, alles wie gehabt. Wir fahren 1er-2er-Linie oben, beziehungsweise A-Linie lang. Haben nämlich einen ziemlichen Vorteil, was die, oder einen leichten Vorteil, was die Mediums anbelangt. Also eigentlich sollten wir da relativ dominant agieren können. Keine Artis gibt es in dem Match. Die Gegner haben mehr richtige Heavies tatsächlich. Also, mich kann man da nicht wirklich als Heavy zählen. Ist ja mehr so ein Support-Heavy oder Support-Heavy-Medium. Vom Spielstil her der 50B. Und, ja, mal gucken, was wir hier reißen können. Die haben eine ganze Menge TDs, die Gegner. Das ist ein bisschen nervig, aber... Gut. Ich glaube, ich fahre mal... Na, ich fahre doch mal lieber oben rum. Gerade kurz überlegt... Wobei wir hier in Überzahl sind, ganz eindeutig, weil die unten scheinbar mehr haben, auch gerade in der Mittelgasse. Der EN100 fährt direkt durch die Mitte, komischerweise. Wenn wir hier die Situation schnell klären könnten, dann wäre das natürlich ein Vorteil, weil wir dann in die Mitte wirken können. Es ist blöd, dass die ganzen TDs da in der Base campen. Das Objekt fährt aber schön tief rein mit dem 1-2-1. Richtig tief rein. Rolling in the deep, so nach dem Motto. Zu tief, Rüdiger. Was haben wir da hinten noch? Komm nochmal zurück, 121. Macht er nicht. Ich kann dir leider nicht Unterstützung geben, weil... Kein Problem. Der Typ, ja, nicht zurückfährt. Oh, der EN100. Guck mal, wo der steht. Ey, das ist ein eigener E100, der rot geworden ist. Quasi. Ja. Könnte man so sagen, ja. Ich wünschte mir, dass der in den nochmal jemand spottet. Da ist er. Crazy, wie der da fährt, muss ich mal sagen. Ah, ist schon mal gut. Wenn er den spottet, wäre das schon mal sehr, sehr gut. Den kriege ich wahrscheinlich... Doch, den kriege ich sogar rein. Mann! Wenn die Kugeln nicht so bescheuert fliegen würden. Dann hätte ich ihn sogar gut reinbekommen. Ja, manchmal
manchmal ist einfach... Läuft das nicht so, wie man sich das vorstellt, nicht wahr? Oh, der Jagdpanzer auf Ehren-100. Ach, aber der hat natürlich Deckung von der Basis aus. Hm. Vor allem, der E75, den kriegst du da so schnell jetzt erstmal nicht raus. Da steht nämlich ein T110 E5 hinter und der Jagdpanzer auf Ehren-100. Nein, E5 kannst du vergessen, der hängt fest. Hängt fest. Jetzt ist er raus. Sehr, sehr gut. Was haben wir da hinten noch? Machen die mich eigentlich hier auf? Nein. Aktuell nicht. Oh, guck mal, was da kommt. Autsch, da ist ein T57 Heavy. Ich komme in der Runde einfach zu keinem Schaden. Ich würde mir wünschen, dass der T57 Heavy nochmal gespottet wird. Ach, der ist ja gespottet, aber ich krieg den nicht rein. Meh. Warte mal, ich krieg den gleich rein, wenn ich vorfahre. Ich darf nur nicht aufgehen. Dann ist er weg. Oh, nice. Der E5 fängt immer noch fest. Was ein fester Sinn. Jagdtiger hat verschossen. Jagdtiger hat auch auf mich verschossen. Dass man hier hinten so aufgeht, ja, das ist... Diese Sichtweiten von den ganzen TDs, das ist einfach incredible. Incredible. Und fucking fassbar. Oh, da gehe ich da auch wieder auf. Ja, klar gehe ich da auf. Ich will an den da rankommen. Zieh rein, zieh rein, zieh rein. Also manchmal die Präzision von Autoloadern lässt doch wohl sehr zu wünschen übrig. So. Mein Clip ist wieder leer, ich muss wieder nachladen. Aber Damage ist platziert, 4%. 860 lasse ich ihm stehen. Warum denn auch nicht? Ich glaube, der ist blind übrigens. Der kann mich, der hat mich nicht mal aufgemacht. Der Waffenträger, meine ich. Haben sie noch einen Jagdtiger und einen T-10 E4 hinten in der Basis campen? Oh wait, T-10 E4 ist jetzt unten. Mit drinne. Wenn der Jagdtiger nicht da hinten irgendwo wäre, ne? Das große Problem. Wenn der Jagdtiger wäre, dann könnte ich, dann würde ich einfach voll von der Seite auf die rauffahren und Tomatopasta machen. Da ist der Jagdtiger. Oh, nice. Da fahre ich jetzt von der Seite auf die rauf. Dann ist nur noch der höchstens der E50 in der Basis. Und ich gehe den Jagdtiger an. Ich fahre mal auf den E4. Den E5 kann man ja schön abernten, wenn der Rest weg ist. Oh, der E50. Hier, E50 da drüben. Weg mit dem. Schieß auf den Motorblock, vielleicht fängt er an zu brennen. Oh lol, wie konnte ich den denn daneben hauen? Oh, der E50 ist auch noch da. Warte, ich helfe dir gleich mal eben. Och, warum schießt du denn auf den E5, du Trottel? Weil es so ein einfaches Ziel ist natürlich. Warum zerstört er nicht den E4? Wow. Ah, jetzt hat er es gemacht. Wow. Danke, Physik. Danke. Warte, ich helfe dir in den Jagdtiger. I am there. Thank you very much. No problem, you're welcome, my friend. Ja,
zweite Runde mit dem AMX-50B. War ein bisschen zäher, aber ist auch ungefähr so der Spielstil, wie ich den 50B am liebsten spiele. So ein bisschen, also nicht zäh, sondern auf Distanz, auch schießen, mehr unterstützend wirken, den Schaden platzieren, einzelne Ziele dann rausknipsern oder Low HP schießen, dass sich die Kollegen vielleicht drum kümmern können. So spiele ich den 50B am liebsten. Und ich glaube, so ist er auch mit am effektivsten, weil so eine Frontsau ist das nicht unbedingt. Ja, und ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Leider mal ohne Kamera. Ich hoffe, stört das nicht zu sehr. Ich finde, es waren trotzdem zwei ganz gute, annehmbare Spiele. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.